da sind wir nicht schon beim nächsten Thema. Wattenscheid ja eine Mannschaft, Wattenscheid U9, die mal in der Bundesliga gespielt hat. Und zwar ab dieser Saison 4 Jahre lang, Saison 90, 91. Und da hat jemand eine Rolle gespielt, die wir uns gleich nochmal anschauen wollen. Das ist dieser Mann hier, Suleiman Sané, einer der großen Stars in der Wattenscheider Bundesliga-Ära. Mittlerweile heißt die Realität Regionalliga West. Und Suleiman Sané ist früher bekannt gewesen als Star von Wattenscheid 09. Er ist aber auch der Vater von Leroy, Sidi und Kim Sané, die in verschiedenen Vereinen spielen. Leroy ist euch bestimmt schon mal begegnet irgendwo, im Fernsehen wahrscheinlich, als Spieler von Bayern München und der Nationalmannschaft. Sidi spielt bei, wo spielt der denn noch? Achso, bei Schalke im Nachwuchs, genau. Und Kim, der spielt bei Wattenscheid 09. Und weil der bei Wattenscheid 09 spielt, ist Suleiman Sané ganz oft auch gerne noch an seiner alten Wirkungsstätte, wo natürlich auch gerne daran gedacht wird, dass er selbst auch ganz viele tolle Momente hatte in Wattenscheid und zwar ganz egal, wie man seinen Nachnamen nur auch aussprechen mag. Schlussphase. Schon 2,5 Minuten über die Zeit gespielt und Sané. Und in der Mitte wieder Sané, das 2:0. Wieder Sané und der Ausgleich. Dank eines Suleiman Sané in Hochform. Und dann ist Suleiman Sané da und macht das 1:0 für Wattenscheid. Erst als der eingewechselte, inzwischen 38-jährige, etwas füllig gewordene Sami Sané in der 90. Minute noch einmal sein Können aufblitzen ließ, kehrte auch in der Führungsetage Zuversicht ein. Ja, wie heißt er denn nun? Das war jetzt viel, wirklich viel durcheinander, was den Namen angeht. Glücklicherweise konnten wir das mal, das haben wir aus dem Archiv befördert, in einer Live-Sendung ganz, ganz, ganz wasserdicht klären. Suleiman Sané von Wattenscheid 09. Herr Sané, sage ich jetzt. Wieso sagen die Deutschen immer ihren Namen falsch? Sie haben jetzt die Gelegenheit, mal richtig zu korrigieren und zu sagen, wie das richtig, wie das sein muss. Ja, vielleicht, die haben immer am Anfang falsch, die haben immer ein H drauf gemacht von Sané. Sané, wie hier in Deutschland sagen wir Sané. Und normal ist es Sané in Französisch. Sané mit einem Accent aigu auf dem E am Ende, damit ist es ein eindeutiges Sané. Ja. Und Suleiman, auch mit E hinten dran. Ja. Richtig. Warum das haben Sie nie korrigiert? Sie haben das immer so stehen gelassen. Ich habe am Anfang auch gesagt, muss man E am Ende machen. Und die haben mir gesagt, damals in Kickert oder in Fernsehen, damals haben gesagt, das war zu spät. Die haben schon in ihr Computer schon programmiert und dann können sie nicht rückgängig machen. Ich habe gesagt, okay, das macht nichts. Also Suleiman Sané. Wir wissen, wie wir ihn aussprechen, das ist auch ganz gut, weil wir ihm begegnet sind, und zwar in Gestalt meines Kollegen Dennis Stephan. Wir waren nämlich in Wattenscheid beim Spiel in der Regionalliga West gegen Borussia Mönchengladbach 2. Wattenscheid 09, stark, stark, stark abstiegsbedroht, und Suleiman Sané war sicherlich auch ein bisschen als Glücksbringer da. Zeitler. Hallo, hier ist Sami Sané. Ich begrüße alle Zuschauer von Zeitlers wunderbar Weltfußball. Kaltes Wetter ist nicht so deins, ne? Du bist überhaupt ganz dick angezogen. Überhaupt nicht. Das ist für mich überhaupt nicht gut. Ich bin schon seit 40 Jahren in Deutschland, aber bis jetzt kriege ich das nicht hin. Ich habe meine Dauerkarte von der Vorstand vom Wattenscheid zu Hause vergessen. Vorstand ist da. Haben Sie eine Karte für Sammy? Moment. Sammy, ich hoffe, ich habe auch eine mit, Kids. Moment. Nee, nur für Kaffee trinken, warte mal. Sammy, bitteschön. Ich habe nur eine. Danke. Alles klar. Hallo. Hoher Besuch hier. Hoffe ich nachher, ja. Auf jeden Fall, 3 Punkte heute. Alles gut? Ja, bei mir. Auch, ja. Ja? Hallo. Die grüße ich nicht. Die grüße ich nicht. Boah, Ball nach vorne, Pöhl, Sammy, lauf. Immer nur lang, das war das Spielkonzept. Hat aber funktioniert. 4 Jahre. Gut, ihn immer wieder zu sehen hier in der Leile. Hey, jetzt kommt die SGW. Lerche, Dennis Lerche, Pfosten! Wir hoffen, ist er das. Ein Tor machen, aber bis jetzt ist alles okay. Lerche, gut gestört von Schröers. Lerche, 1:0! Ja! Ja! Ich hab's doch gesagt, guck mal, der Bulle, der macht doch wieder immer die Dinger da. Der ist doch einmalig. Sammy, bist du doch Glücksbringer? Muss man abwarten.
Die abwarten. Ja, ist noch nicht fertig. Semir Telalovic legt rüber für Beckhoff und das ist der Ausgleich. Okay, das ist ein bisschen schlecht wie Wattescheid, sofort so schneller der 1-1 zu kriegen. Staudlieder, ja, das sind diese Fehler. Torwartfehler, boxt nicht so Ball weit. In der Mitte, da direkt in den Füßen machst du das Ding da wieder. Ja, ich muss vorher weggehen, weil ich gucke mal das Spiel, Derby-Spiel Bochum gegen Schalke. Wenn ich weggehe, machen die das 2-2. Hoffe ich. Stark, Sindermann könnte abschließen. Tom Sindermann, Möglichkeit für Lerche. 2-2, da geht doch noch was. Hey! Raus da! Raus! Da ist Ryan Naderi, der legt rüber zum 3-2. Das war's, dieses Jahr Oberliga. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wattenscheid wird weiterleben. Ne? Ja, so. Mhm. Und die ganze Zeit der Sendung, die könnt ihr in der ARD-Mediathek sehen, also ungefähr hier.